Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, was war das Jahr 2020 für ein verrücktes, für ein unvorhersehbares Jahr? Ich glaube, niemand im Landkreis Gotha wird sagen, dass es ein gutes, ein problemfreies Jahr gewesen ist. Für jeden von uns brachte dieses Jahr diese Pandemie Herausforderungen mit sich. Und doch, denke ich, wenn wir zurückblicken, können wir feststellen, dass wir insgesamt verhältnismäßig gut durch diese Situation gekommen sind, auch wenn ich damit individuelle Schicksalsschläge nicht vergessen machen kann. Wenn die Zeiten auch ungewöhnlich sind, sollten wir doch daran denken, uns die liebgewonnenen Gewohnheiten zu bewahren. Und so sollten wir auch im Jahr 2020, auch unter diesen Vorzeichen, versuchen, ein gewohntes Weihnachtsfest zu verbringen. Gewohnt sind wir es vielleicht auch, dass der Landrat zum Weihnachtsfest einen kleinen Weihnachtsgruß überbringt. Das möchte ich gerne tun, will das aber nicht alleine tun. Deshalb freue ich mich, dass wir heute hier in Waltershausen in der Stadtkirche bei Theophil Heinke quasi im Wohnzimmer sein dürfen, um ihm zuzuhören, wie er hier die Orgel spielt. Und die technischen Möglichkeiten machen es möglich, dass ich guten Gewissens Ihnen, denke ich, auch wirklich fröhliche Orgelklänge in Aussicht stellen kann. Genießen Sie die nächsten anderthalb Minuten, kommen Sie gut durch die restliche Adventszeit, haben Sie gesegnete Weihnachten, einen angenehmen Jahreswechsel, bleiben Sie gesund und Glück auf! Musik.